DBG ist ein Solution Provider, wie es so schön heißt, in der Microsoft-Welt für das Thema Projektportfolio-Management. Das heißt, wir beraten unsere Kunden, wie sie sich intern aufstellen sollen, um Projekte möglichst effizient und natürlich möglichst schnell zu planen, durchzubringen. Und dann gehen wir hin und passen die Produkte, die man auf dem Markt kaufen kann, Softwareprodukte darauf an, um das möglichst gut zu unterstützen. Neben der Beratung haben wir natürlich auch jede Menge Produkte, die im Rahmen des Projektmanagements rund um Microsoft Project zum Einsatz kommen. Und wir müssen also nicht bei jedem Kunden neu programmieren, sondern das ist eine unserer wesentlichen Unterscheidungsmerkmale, dass wir eben Produkte anbieten, die seit langer Zeit erprobt sind. Oberstes Ziel für uns ist eben eine gute Produktqualität an den Kunden zu liefern. Und deswegen legen wir sehr viel Wert auf qualitätssichernde Maßnahmen, wie zum Beispiel Code Reviews, automatisierte Tests, Nightly Builds, Continuous Integration im Bereich der Softwareentwicklung. Wir müssen da immer am Zahn der Zeit dran sein, dass wir die neueste Technologie auch verwenden können und den Kunden auch nachhaltige Lösungen bieten können. Wir räumen also auch den Mitarbeitern regelmäßig Möglichkeiten ein, wo sie sich eben weiterbilden können. Das heißt bei uns Personal Days, das ist einmal pro Sprint, kriegt jeder Mitarbeiter einen Tag zur Verfügung, wo er sich eben weiterbilden kann. Das heißt, der Drang, der Wissensdurst muss schon da sein, auch bei den Technologien immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die Produktentwicklung bei uns findet nach einem agilen Prozess statt. Das heißt, wir haben 6 Releases im Jahr und das wird runtergebrochen in 4 Sprints zu 2 Wochen. Und innerhalb dieser Sprints werden natürlich einzelne Prioritäten gesetzt, aber im Prinzip steht ganz klar vorher fest, was in den nächsten 2 Monaten zu machen ist. Wir verlassen uns auf die Schätzungen, die das Team selber quasi macht für ihre Aufgaben. Das heißt, es werden auch die Leute gefragt, die nachher das umsetzen sollen, wie lange denn sie glauben, für bestimmte Aufgaben zu brauchen. Und insofern haben wir dann schon das Commitment des Teams von vornherein. In der Produktentwicklung ist es eben auch so, dass das Produktteam selber die Architektur bespricht und diskutiert und wir dann abwägen die Vor- und Nachteile von verschiedenen Ansätzen, sodass wir dann am Ende die beste Entscheidung für das Produkt treffen können. Wir brauchen genau die Individualisten und Querdenker, die wirklich auch mal um die Ecke denken können und nicht einfach nur das machen, damit irgendwelche Prozesse befriedigt werden, sondern wirklich auch mal den Mut haben, dass man auch eigene Schritte gehen kann. Wir arbeiten nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, alles, was ein Softwareentwickler quasi programmiert, wird in Code-Reviews quasi durch seine Teammitglieder dann eben nochmal gereviewt. Wir arbeiten mit Retrospektiven in der agilen Softwareentwicklung. Das findet bei uns alle 2 Wochen statt, am Ende jedes Sprints. Was ich vor allem am Anfang geschätzt habe, aber auch inzwischen immer noch schätze, ist einfach ja, diese offene Art, wenn man dann irgendwie Fragen hat, dass man auch jederzeit zu anderen kommen kann, auch wenn die jetzt gerade im Stress sind und sich da immer eigentlich Zeit für annehmen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir erfahrene Senior Developer haben wollen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir den Einstieg fördern. Also wir suchen sowohl Leute mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung und mehr. Auf der anderen Seite geben wir aber auch Studenten die Chance, die vielleicht gerade in ihrem Masterstudium sind, bei uns schon mal 2 Jahre reinzuschnuppern und hier im Rahmen einer Werkstudententätigkeit zu sehen, worauf sie ankommt, um natürlich sie später dann direkt zu übernehmen. Ein abgeschlossenes Informatikstudium ist natürlich immer von Vorteil, ist aber kein Muss bei uns. Wir suchen, wie gesagt, hauptsächlich Leute, deren Passion ist es, Software zu entwickeln.